Nee, das hat direkt einen Einfluss auf die Stadtgröße. Die werden einfach rausgeschmissen aus der Stadt. Aber ich habe wirklich versucht, so wenig. Und du siehst hier schon, ja, hier baut sofort wieder neues Geschäft auf, so dass es halt gerade wieder hier reinpasst. Was mir nicht gefällt, ist der Baum. Der muss noch weg. Aber ich habe extra versucht, so wenig Häuser wie möglich abreißen zu müssen. Würde sicherlich unterirdisch gehen. Also ich hätte dann halt hier am Bahnhof anfangen müssen. Hätte sagen, also wenn jetzt hier der Bahnhof wäre, hätte ich sagen müssen, gehe hier nach unten, dann hätte sich hier dann ein Tunnel gebildet und dann hätte ich auch klar wieder hier drüben rauskommen können. Aber für die kurze Strecke und das sage ich dann lieber, das geht durch die Stadt durch, weil das hat dann schon ein bisschen anderes Flair, weil wenn ich das hier mal ein bisschen ausschalte, diese alte Strecke oder so eine ältere Strecke durch die Stadt durch und wenn dann nachher dann noch Züge fahren und die können ja hier in der Stadt nicht schnell fahren, weil ich die Gleise ja so verlegt habe, hat es für mich einfach einen anderen Flair. So eine Strecke, aber warum hat die Oberleitungen? Sehe ich gerade. So eine Strecke darf natürlich keine Oberleitungen haben. Also verstehe mich nicht falsch, klar, man kann Tunnels bauen, aber man muss die halt von Hand einstellen. Okay, da soll es jetzt nach unten gehen und so weiter. To safe. So, ich glaube, wir ziehen gleich mal hier rüber. Sag mal mit. Ach, da müsste das Haus abgerissen werden. Das wollen wir natürlich nicht. Na, ich möchte keine Oberleitung. So, hier auch weg. Mal mit. Was steht da? 79. Ja, von mir aus. Ja, also das hat auf jeden Fall was. Es ist halt immer das Problem, solche Bahnhöfe nachträglich einzubauen, ist dann halt immer sehr, kostet immer ziemlich viel, weil man muss immer viele Häuser abreißen. Deshalb versuche ich ja immer irgendeinen Platz zu finden und da baut sich ja dann auch die Stadt so ein bisschen drumrum. Hier habe ich es halt gemacht, weil ich hier hinten das Industriegebiet habe. Wie man ja hier sieht, durch gelb gekennzeichnet. Und dieser Bahnhof hier einen sehr, sehr großen Teil davon mitnimmt. Weil unser bestehender Bahnhof hier, wo die Lebensmittel kommen, da hätte ich dann nochmal eine extra Linie machen müssen. Eine extra Straßenlinie, die uns dann sozusagen die Maschinen oder Werkzeuge hierhin liefern mussten. Was ich natürlich machen kann, weil wir produzieren ja hier einmal für Gewerbe und für Industrie, dass ich einmal sage, wir gehen da oben hin und wir gehen an unseren neuen Bahnhof. Das kann man natürlich machen. Weil wir ja hier am Gewerbe angeschlossen sind und sozusagen, das ist sozusagen der Gewerbebahnhof und das ist sozusagen der Industriebahnhof, wenn man so will. Aber was ich auch sehe, der hier erreicht, doch, der erreicht eigentlich alle im Zusammenhang mit dem, der hier. Das reicht auf jeden Fall. Die Frage, haben die alle schon Second Street Anschluss? Ja. Ja, haben beide, okay. Ist gut, dann könnten wir hier. Ne, wir könnten noch keine neue Linie einrichten. Ich baue erstmal die Signale. Ja, also hier müssen auf jeden Fall Ärmchen hin. Und ganz wichtig bei einer einspurigen Strecke, nie zwischendrin Signale bauen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Weil wir müssen ja hier wieder irgendwo rausgehen. Müssten wir aber den Bahnhof umbauen.
Sollen wir den Bahnhof umbauen oder nicht? Wir könnten dann natürlich auch einfach sagen, wenn das geht. So. Ach ne, das ist ein kurzer. Wir sagen, wir platzieren den hier nebendran. Zudem sagen wir aber erstmal, der hier ist zweispurig. Second Street Connect, ne, braucht er nicht unbedingt. Umlassen wir mal. Anwenden. So, da haben wir schon unseren Straßenanschluss, unseren Schienenanschluss. Das ist die Frage, wie dicht können wir hier dran vorbei? Wir dann doch schon ziemlich dicht. Dass wir hier sagen, wir bauen einen zweigleisigen Güterbahnhof hier hin, ohne Second Street Anschluss. Das passt nämlich perfekt, ja. Sieht cool aus. Und dann könnten wir hier das Gleis. Ja, geht nicht. Nee, geht nicht. Also, ich finde so, wie es jetzt aussieht, eigentlich voll in Ordnung. Wir haben hier einmal den Kopfbahnhof, wo ja sozusagen die Sachen angeliefert werden. Da kommt ja dann nachher auch noch die Bretter. Ne, die kommen, glaube ich, von der Richtung. Ja, die kommen, glaube ich, von der Richtung. Und dann können wir ja sagen, hier einfach ein Durchgangsbahnhof, weil wir müssen ja auch nach hinten raus. So. Sagen wir erstmal hier drüber. Den Bahnhof. Ja, lassen wir mal mit Oberleitungen. Klar, sieht es ein bisschen dumm aus, wegen den Dampfloks. Aber ist okay. Ja, würde ich auch sagen, dass es nice ist, so wie er jetzt aussieht. Wenn wir so weitermachen, wie kommen wir denn dann rein? Hallo, ich möchte gerne auf das Gleis. Geht nicht wegen der Kreuzung da. Aber was ich dann auf jeden Fall machen würde, ich würde nicht zwei Bahnübergänge machen für unsere Güterlinie. Wäre ja Schwachsinn. Wir könnten ja. Rechtens da der Platz. Um mal aus Spaß sagen, wir bauen hier eine Brücke hin. Einfach mal, ja, weil wir es können. Wollte hier eigentlich bloß mal wissen, wie schnell wir hier fahren können. Das heißt, man könnte die Brücke bis hier laufen lassen. So. Ja, das ist noch nicht eingeschlossen, weiß ich. Danke. Könnten wir sagen, hier eine Brücke. Geht nicht. Moment. Moment. Sagen wir hier eine Brücke. Hast du eigentlich schon mal ein Signaltutorial gemacht? Du arbeitest ja viel mit den X-Weichen und setzt Signale auch wenig auf Eisenbahnen. Und setzt Signale, ist mir gestern schon aufgefallen, ist aber für mich als TF-Einsteiger noch nicht so transparent wie das System ohne X-Weiche mit dem Einbahnsignalen, welches ich bisher spiele. Meinst, weil ich die Signale nicht auf Einbahn stelle, oder wie meinst du das?
Also gerade, ich mache ja, das habe ich mir halt generell angewöhnt, dass ich so eine X-Weiche immer vor dem Bahnhof mache. Das Fahrzeuge ersetzen finde ich eine der wichtigsten Sachen in dem Spiel oder finde ich eine richtige coole Sache. Das Einzige ist halt, wenn du eine Linie machst und du schickst da 10 verschiedene Züge drauf, dass die dann halt nachher alle gleich sind. Verständlich. Aber ich muss wieder aus meiner Sicht sehen, ich habe jetzt knapp 1200 Stunden in Train Fever verbracht und ich habe eigentlich nicht einmal 100 Stunden damit verbracht, das Spiel so zu spielen, dass man halt Geld macht. Weil das ist für mich langweilig, ja, weil ich bin schnell aus den Darlehen raus, ja, ich habe schnell viel Geld und ich baue halt immer weiter und dann habe ich halt einfach mal Geld, Geld, Geld. Aber das war für mich nie der Anreiz, sondern der Anreiz war für mich zum Beispiel bei Train Fever immer, dass ich meine Ideen spielen lassen kann und einfach die Maps so baue, wie ich will. Das heißt, ich habe immer den Mod reingemacht, dass nichts kostet, weil ich möchte einfach so bauen, wie ich möchte. Das ist halt vielleicht auch ein Grund, deshalb, wieso ich das Fahrzeug ersetzen nicht schlimm finde. Also, Dichu, wenn du möchtest, ich kann gern Signal-Tutorial machen, ja, für Train Fever. Wird dann höchstwahrscheinlich, ich weiß nicht, wie ich morgen arbeiten muss, ich weiß meinen Plan noch nicht für den Rest der Woche. Aber wenn du willst, kann ich das gerne morgen machen, wenn ich genug Zeit habe. Denn ich bin zum Beispiel auch einer, habe ich gestern im Stream auch erklärt, ich habe diese KS-Signale, wo diese Geschwindigkeitsanzeigen sind. Und ich lege da zum Beispiel auch großen Wert drauf, dass zum Beispiel das Vorsignal passend zum Hauptsignal ist. Und da lege ich halt auch großen Wert drauf, auch wenn zum Beispiel jetzt die Strecke für 80 ist, dass ich da ein Signal hinsetze, wo mir die 80 anzeigt. Deshalb kann ich dir da gerne mal ein Tutorial machen und dass ich einfach dir mal so meine Sicht erkläre. Das wirst du dann höchstwahrscheinlich dann im Forum sehen. Oder ja, wenn du im Forum bist, kannst du mal kurz deinen Namen reinschreiben, dann kann ich dich ja daran verlinken, dass du es auch gleich siehst. Aber ich möchte ich hier mal weiterspielen, vor lauter Reden. So, das geht nicht, geht nur so. Wie mal reinkommen. 100. Na gut, wir haben ja hier eine 100er Brücke, ist okay. Okay, wenn ich anders bauen sollte, dann musst du mal versuchen zu erklären, wie du das immer machst, weil ich mache das halt so, wie ich es zum Beispiel jetzt für mich richtig finde. Also ich bin jetzt nie bei der Deutschen Bahn, das habe ich jetzt alles halt, würde ich sagen, habe ich halt alles so durch, also nicht durch Bilder oder durch Videos oder sowas gemacht. Indem ich ja auch eine Modelleisenbahn habe. Also ich habe da eigentlich sehr viel, oder auch von anderen Spielen, sagen wir mal so. Dann wäre ja die Linie auch fertig. Nur das ein bisschen setzen hier. So, hier noch machen wir noch eine hin. Aber wir mal schnell. Ah, können wir noch nicht. Wir müssen noch eine Verbindung zwischen hier und hier schaffen.
Ja, mir geht's gut. Danke der Nachfrage, Salzstange.